Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Drehen. Unser heutiges Thema lautet Kegeldrehen. Wir zeigen euch heute im theoretischen und im praktischen Teil, wie man alle notwendigen Merkmale berechnet und anschließend, wie man den Kegel fertigt. Das zeigt euch der Daniel dann. Vielen Dank. Bis dahin. Zum theoretischen Teil haben wir jetzt hier die Zeichnung mit der Länge des Kegels 36,5 mm, die Gewindelänge 15,5 mm, die Kegelverjüngung mit 1 zu 10, das Gewinde M10 mal 1, der große Außendurchmesser 20, dann hier der kleine Durchmesser D, der auch gesucht ist, und hier unter Alpha halbe der Einstellwinkel. Dieser ist nachher wichtig für die Einstellung Oberschlitter an den Trägern. Der erste Teil dieser Aufgabe ist das Wirkprinzip des Kegels, das erklären wir euch. Als nächstes berechnen wir das kleine D. Und als drittes machen wir den Einstellwinkel, den hier unten, den errechnen wir auch noch, dass wir hier den Zahlenwert für die Bearbeitung im Daniel nachher haben. So, der nächste Aufgabenteil war ja das Wirkprinzip eines Kegels. Wo verwendet man einen Kegel und warum braucht man den einfach? Hier haben wir ja unsere Zeichnung. Jetzt stellen wir uns einfach vor, dieser Kegel ist ein Teil einer Narbe, einer Radnarbe. Das heißt im Endeffekt, wir schieben von hier ein Rad auf diese Welle drauf. Durch diese Kegelform wird der Reifen dagegen gedrückt. Wenn man anschließend hier noch einen Motor draufschraubt, hält dieser durch den Kraftschluss und durch den Formschluss. Somit kann dieses Rad nicht mehr entweichen in diese Richtung. Und somit hält es. So, jetzt sind wir hier beim ersten Schritt dieser Aufgabe, ist die Berechnung vom Durchmesser D. Wir haben hier diese Formel aus dem Tabellenbuch genommen. C ist gleich D minus D durch L. Hier auf der rechten Seite sehen wir die Erläuterung der Formelzeichen. C ist die Kegelverjüngung, das war hier oben das 1 durch 10. Dann haben wir hier das Groß D, ist der große Kegeldurchmesser, das sind die 20. Klein D ist ja das gesuchte Maß und die Kegellänge L, müssen wir aufpassen, da ist ein Fallstrick drin, und zwar folgendes: Um die Kegellänge zu ermitteln, müssen wir von dieser Gesamtlänge die Gewindelänge abziehen. Uns interessiert nur die Länge des Kegels. Das sehen wir hier unten in der Berechnung. Die Grundformel wird hier umgestellt, Schritt für Schritt, nach der gesuchten Größe klein d. Und hier in Klammer sehen wir nochmal die 36,5 von oben minus 15,5 Gewindelänge. Diese Differenz gibt dann die Kegellänge mal 1 durch 10, was die Kegelverjüngung ist. Und somit kommen wir auf den gesuchten Durchmesser von 17,9 mm. So, jetzt sind wir im dritten Teil des theoretischen Abschnitts angekommen. Wir berechnen jetzt noch den Einstellwinkel, den wir nachher an den Drehbank benötigen. Und zwar wie folgt. Wir haben hier die Formel aus dem Tabellenbuch entnommen. Tangens alpha halbe ist gleich c halbe. Für das c haben wir ja vorhin die Kegelverjüngung 1 durch 10 als gegeben erhalten, als Aufgabenstellung, und stellen diese Formel Schritt für Schritt um, bis wir dann hier unten rauskommen bei alpha halbe ist gleich 2,86 Grad. Diesen Wert von 2,86 Grad werden wir nachher an der Drehbank am Oberschlitten einstellen und erhalten nachher bei der Fertigung exakt diesen Kegel. Servus Leute, auch von meiner Seite nochmal. Wir kommen nun zum zweiten Teil. Wir wollen den Kegel drehen. Das hat ja der Felix schon ausgerechnet. Dazu müssen wir die 2,86 Grad am Oberschlitten einstellen. Dazu öffnen wir die zwei Schrauben hier oben und hier hinten und fahren den Schlitten auf ca. 3 Grad und schließen die Schrauben wieder. So Leute, am Oberschlitten haben wir nun die knappe 3 Grad eingestellt, die 2,86. Und das Wichtige jetzt am Kegeldrehen ist, dass man nur mit dem Oberschlitten verfahren darf. Sonst würde kein Kegel entstehen. Wir haben das Teil nun soweit vorgefertigt mit dem M10-Gewinde, um nur den Kegel zu drehen. Beim Kegelfertigen fahren wir hier mit dem Oberschlitten an diese Fläche ran bei laufender Maschine und kratzen leicht an. Und da der Oberschlitten so steht, fahren wir hier nach und nach nur mit dem Oberschlitten hin und her. So lang, bis der kleine Durchmesser, die 17,9, die der Felix ausgerechnet hat, erreicht sind. Und am Schluss
kratzen wir hier mit dem Abstecher an, fahren auf unsere Gesamtlänge, die 36,5, nach hinten, rechnen natürlich die Abstechbreite dazu und stechen das Teil ab. Die Länge hier ergibt sich dann automatisch mit dem Durchmesser von hinten. Und dann müsste alles stimmen. So, nun haben wir den Kegel gefertigt. Wir haben es vorhin noch abgestochen. So sieht das dann aus. Nun wollen wir natürlich noch überprüfen, ob die Maße auch stimmen. Wir beginnen mit der Gesamtlänge. Von 36,53 haben wir hier, statt 36,5. Dann die Länge 21. Dort liegen wir bei 21,07. Der kleine Durchmesser liegen wir bei 17,93. Und beim großen Durchmesser sind wir bei 19,82. Wir liegen zwar überall in der Toleranz, aber durch die Maßunterschiedlichkeiten liegen daran, da wir die 2,86 Grad am Schlitten nicht genau einstellen können, sondern nur auf ca. 3 Grad fahren. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben und ein Abo dalassen. Vielen Dank.